und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, es ist schon wieder ein Malheur passiert, diesmal aber nicht meine Schuld. Na gut, das mit der Festplatte war auch nicht unbedingt meine Schuld, aber ich möchte mich ja auch nicht rausreden. Es kam ein kleines Update raus, beziehungsweise ein größeres Update und naja, seitdem ist meine M9-Waffe weg, die wir in der Folge davor ja noch schön hier links ins Inventar gepackt hatten, um noch ein bisschen mehr Loot aufnehmen zu können. Die Schrotmuni ist auf einmal auch auf 0, beziehungsweise hier sind noch 8 Stück drin, da hatten wir aber glaube ich auch noch etliche Einstecken davon. Und ja, wahrscheinlich fehlt auch noch mehr, ich weiß es nicht genau, das waren bloß die ersten beiden Sachen, die mir jetzt sofort ins Auge gesprungen sind. Ich habe mir nochmal kurz das Ende der letzten Folge angeguckt, um zu schauen, ob ich die M9 nicht eventuell aus Versehen auf den Boden gelegt habe, aber nein, habe ich nicht gemacht. Ja, ist so die Sorte von Updates, auf die man sich nicht unbedingt freut. Außerdem kann man jetzt auch in den Soundeinstellungen fast nichts mehr ordentlich einstellen, das war vorher schöner. Ich hatte ja gerade auch, nachdem meine Festplatte kaputt war, extra nochmal eine ganze Runde geguckt. Oder eine ganze Zeit lang geguckt nach den ordentlichen Soundeinstellungen, damit genau dieses Gehämmere, was ihr hört im Hintergrund, nicht zu laut ist und generell ihr mich versteht. Aber nun ja, jetzt kann ich es alles nicht mehr einstellen. Ich hoffe, ich bekomme es in der Nachbearbeitung noch alles etwas runtergeregelt, dass man mich ordentlich versteht. Und ich hoffe, dass hier bald das nächste Update kommt, mit dem wir das hier mal wieder etwas fixen können. So, genug gemeckert, wir zocken jetzt weiter. Bringt ja nichts hier rumzuheulen. Ich habe die letzten Folgen schon genug gemeckert. Wegen dem Malheur mit der Festplatte. Wir wollen ja auch mal wieder etwas gute Laune verbreiten. Aber die Grafik soll sich um einiges verbessert haben. Wir schauen uns dann mal ein paar Geschichten an. Aber ich glaube, die Häuser und so weiter, das sieht schon besser aus als vorher. Wer schreit denn hier rum? Na komm doch her. Ja. Ach Mensch, komm her. Wir haben doch, ach so, die Waffe ist kaputt. Ich bin mal wieder richtig geil unterwegs. Ich denke die ganze Zeit, wir hatten keine Ausdauer. Und dabei war einfach nur die Waffe kaputt. So, ab jetzt auch mit anderem Background und so hier hinten, denn ich stecke gerade mitten im Umzug. Nehmt es mir nicht übel, falls die Soundquali noch nicht die geilste ist. Der Raum hier ist noch nicht ganz fertig. Und deswegen halt es noch etwas. Aber auch das wird in den nächsten Tagen behoben. Und dann gibt es wahrscheinlich auch einen schönen Greenscreen. Dann seht ihr noch mehr vom Spiel und weniger vom Raum. Und dann wird das Ganze hier auch wieder etwas professioneller. Ich wollte jetzt trotzdem nicht noch 3-4 Tage warten, ohne dass eine Folge rauskommt. Nur damit es dann am Ende perfekt ist. Aber ich glaube, so vom Sound her sollte es auch erstmal gehen. Und wie gesagt, seid gespannt auf noch geilere Qualität. Gut, wir sind jetzt hier erstmal soweit durch. Ich würde sagen, wir müssen auch langsam mal nach Hause. Denn wir haben es schon 16.30 Uhr. Ah, es ist so laut. Und ich krieg's einfach nicht leiser eingestellt. Boah, wie laut auch die Waffe ist. Boah, shit. Ja, und jetzt haben wir weder Schuss noch... Geil. Jetzt haben wir keinen... Ja, und jetzt haut er uns gleich eine rein. So, jetzt haben wir weder Munition... Ach, warte mal, hier oben ist noch Schrotmuni. Ach, shit. Wir müssen sie schnell hier reinpacken. Gib mir was. Wir sterben gleich. Lad nach. Ach, Mann. Hätten wir jetzt unsere M9, hätte ich den Typen einfach zerschossen. Aber das Spiel hat uns das nicht gegönnt. Ja, das hat mal ordentlich Leben gekostet. Mann, Mann, Mann. So, also wir haben es 4:45. Wir sind vom Inventar her auch so gut wie voll. Ach, das ärgert mich so dolle mit der Waffe. Ich meine, wir haben ja noch die andere Pistole, die müsste, glaube ich, im Zug liegen. Aber ich fand die M9 schon geil. Die hatte 2 Schuss mehr, sah auch stylisch aus. So, okay, wir mussten... Hier vorne mussten wir lang. Genau, hier durch das Haus. Also ich glaube, so schattentechnisch und generell auch das Holz wurde tatsächlich was gemacht. Also das sieht meiner Meinung nach etwas geiler aus. Die Bäume laden ganz schön heftig nach hier hinten. Das kann man sich ja fast gar nicht antun. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass bald ein neues Update kommt, was das vor allem auch mit dem Sound behebt. Wir haben auch unsere schöne Melodie nicht mehr. Ist euch bestimmt schon aufgefallen, die ganze Zeit so schön im Hintergrund vor sich her geschlummert hat. Mir zumindest hat sie gut gefallen. Hat dem ganzen Spiel immer so eine friedliche Atmosphäre gegeben. Jetzt gibt es leider gar keine Musik mehr, wir hören bloß Vogelgezwitscher. Ist zwar auch was Schönes, aber trotzdem hat es mir vorher besser gefallen. Ja, ich hoffe, es kommt bald ein Update raus, dass wir das mit dem Sound wieder fixen können, weil mir platzen fast die Ohren, obwohl ich das alles schon so
so mein Headset und alles runtergestellt habe. Muss ja trotzdem noch ein bisschen was vom Spiel hören. Und ich habe gerade mal so eine Minute Testaufnahme gemacht. Und auch da habe ich schon gemerkt, dass man mich so gut wie gar nicht versteht. Deswegen werde ich das jetzt alles in der Nachbearbeitung noch etwas runterregeln. Aber das ist auch wieder eine ganze Menge Arbeit. Verstehe ich nicht, wenn es vorher doch schon so gut lief, zumindest was die Soundeinstellung anging, warum man da auf einmal ein Update bringt, was den ganzen Mist wieder verschlechtert. Naja. So, wir haben gerade einen schönen Sonnenuntergang. Ich weiß gar nicht, ob da was dran bearbeitet wurde, aber ich finde, es sieht gerade etwas hübscher aus, wie hier so schön gelb-orange die Sonne scheint und langsam untergeht und jetzt hier wieder Schatten rüberzieht, weil die Sonne untergeht. Ich glaube, da wurde auch was gemacht. Auch hier die Ziegel-Klinkersteine, die sahen doch vorher auch nicht so geil aus. Und die Kisten. Schaut mal, wie die Kisten aussehen. Und vor allem ist jetzt auch vieles auf Deutsch. Wie ihr seht, Dosenfisch, Schokoriegel. Müssen meine geilen Englischkünste doch nicht mehr her. Ist natürlich auch was Schönes. Also ich will ja nicht nur meckern. Ist ja auch vieles Gutes passiert, auch die Container. Mensch, das sieht alles mittlerweile ziemlich, ziemlich hübsch aus. Im Vergleich zu vorher mit den Kisten hier. Alles schön. Bloß mir eine Waffe zu klauen ist nicht so schön. Okay. Gut, wir haben 17.50 Uhr. Na, dann kommen wir gerade so im Hellen noch nach Hause. Dann werden wir mal unser Inventar auspacken. Uns eine neue Alu-Baseball-Schläger bauen. Oder einen neuen, besser gesagt. Und ja, dann gehen wir wieder ins Dorf zurück. Dann looten wir noch die restlichen Häuser. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir noch irgendwas Schönes finden. So, 56 von 80 Kilo. Das ist natürlich auch schon wieder fast voll hier. Wir brauchen ja bald einen neuen Schrank, Mensch. So, was wollen wir mal wegpacken? Die leeren Dinger braucht man nicht. Essen kann raus, das kann raus. 155 Pistolenmuni brauche ich im Leben nicht. Packen wir 100 weg. Oh, wir haben ja noch 255. Wir sollten vielleicht doch öfter mal schießen. Vielleicht hat das Spiel uns die M9 geklaut, weil es gesehen hat, Junge, der Typ hat 300 Schuss. Er schießt doch nie. Dann sei es ihm auch nicht gegönnt. Okay, hier 10 Flaschen Wasser. Können wir auf jeden Fall auch noch beiseite packen. Energy können wir auch noch 6 Stück wegpacken. 12 Kilo ist mir immer noch zu viel. Gewehrmuni kann... Nein, komplett weg. Auch schon 140. Geld weg, 210 Dollar. Mittlerweile sind wir auch ziemlich rich. Gut, dann würde ich sagen, wir trinken und essen mal noch ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, was wir noch so alles Schönes machen können in der nächsten Folge. In dieser Folge, nicht in der nächsten Folge. So, na komm, jetzt hau dir noch ein paar Riegel rein. 84% Wasser, dann essen wir erstmal nichts weiter. Dann hauen wir uns jetzt erstmal komplett die Riegel noch rein. Dann sind wir zumindest schon mal wieder bei 8 Kilo. Dann packen wir den Mist hier noch raus. So, das kann weg, das kann weg. Eigentlich brauchen wir auch nicht mehr 2 Schrotflinten mit zu... Ne, die passt nicht rein. Wiegt doch 2 Kilo, müsste doch genau passen. Na gut, dann packen wir die hier rein. Aber wo ist unsere andere Waffe? Da würde ich jetzt nochmal schnell gucken. Nach der Pistole, die wir als erstes gefunden hatten. Okay, die haben wir noch hier. Na, ein Glück. Ich dachte schon, die haben komplett die Pistolen rausgenommen. Das wäre natürlich sehr, sehr ätzend gewesen. Dann packen wir das dort rein. Und ja, hier packen wir auch nochmal 10 Chipstüten weg. So viel brauchen wir nicht. Dann sind wir wieder bei 7 Kilo. Obwohl, naja, 9 Kilo. Ja, das passt schon. Ja, das ist okay. So, ich habe einen guten Tipp in den Kommentaren bekommen. Danke nochmal dafür. Ich habe leider deinen Namen gerade vergessen. Vielleicht blende ich dich auch ein. Und zwar, dass wir mit dem Deutsch... Deutsch ist nicht so gut. Deswegen kann ich Deutsch nicht aussprechen. Dass wir mit dem Dolch schöne Stealth-Kills machen können, sprich von hinten anschleichen und einmal bam. Das war mir noch gar nicht so bewusst, das probieren wir natürlich dann gleich noch gerne aus. Dann macht die Schleichen-Funktion vielleicht auch noch mehr Sinn. Hallo. Jetzt aber, okay. So, was wollten wir denn noch machen? Wir wollten uns noch einen Baseballschläger bauen. Einen Bogen könnten wir auch mal gucken. Das Problem ist, dass wir ja dann noch Pfeile herstellen müssen. Und die Pfeile kosten jedes Mal noch ein Metall und das sind wahrscheinlich nur 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Vielleicht selbst wenn es 10 wären. Ja, ist das relativ viel Metall, was wir dafür weghauen.
Und ganz ehrlich, wir finden so viel Munition, aber Pfeile finden wir nicht. Vielleicht kann man sie wieder aufheben. Aber ich würde sagen, das heben wir uns so ein bisschen für das Endgame auf, wenn wir dann mal unsere Hütte am Wald haben. Dann würde ich sagen, dann gucken wir, was wir noch alles so für Materialien übrig haben. Und basteln uns dann mal noch einen schönen Bogen. Aber aktuell möchte ich ihn noch nicht ausprobieren. Dafür ist mir das Metall noch viel zu wichtig, da wir noch so viele Sachen haben. Oh, und hier sind ja auch noch Sachen dazugekommen. Wir haben jetzt hier noch einen Hammer. A great tool for working with wood. Und da brauchen wir, okay, wir brauchen Metallbarren. Und die kriegen wir wahrscheinlich hier mit. Okay, jetzt weiß ich endlich, was das für einen Sinn macht, dieses Ding zu bauen. Was haben wir hier? Eine Taschenlampe. Vielleicht können wir die ja sogar beim Rennen benutzen, dass der die gerade hält. Das wäre natürlich auch mega geil. Ach Mensch, die würde ich mir gerade gerne bauen. Und wir haben hier anscheinend noch eine Nähmaschine. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Dann können wir uns vielleicht mit dem gefundenen Leder auch mal endlich hier so eine Rüstung bauen. Das hier, ne? Und Schuhe brauchen wir auch langsam mal wieder. Okay, aber wir brauchen selbst... Nö, für die Taschenlampe brauchen wir noch kein flüssiges Metall. Die könnten wir rein theoretisch bauen, aber wir sparen jetzt erstmal auf das Ding hier. Okay, es kostet 6 Metall. Hat das vorher schon bloß 6 Metall gekostet? Ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass das viel mehr braucht. Ja, das haben wir doch, 6 Metall. Dann brauchte das 3 davon, glaube ich. Ich nehme erstmal 2 davon. Wir haben, glaube ich, uiuiuiui, das macht das Spiel jetzt mittlerweile auch öfter seit dem Update. So, wir gucken mal ganz kurz. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir brauchten 2 davon. Ne, 1 davon. Aber noch 1 davon. Okay. Dann packen wir erstmal hier wieder 1 weg. Und ich glaube, wir hatten hier vorne noch so ein schönes Ding. Jo, genau. Sehr gut, dann können wir uns ja schon das Ding bauen. Ach, 4 leere Behälter noch. So, jetzt aber. Und zack. Mal gucken. Ne, obwohl, den Hammer oben, den können wir ja anscheinend... Also, ich dachte jetzt, vielleicht brauchen wir erst den Hammer dafür. Aber das geht ja nicht, weil wir brauchen ja für den Hammer Flüssigmetall. So. Ist das jetzt richtig rum? Ich würde fast eher sagen, so rum, ne? So, wie nah... Ja, so ist doch in Ordnung, oder? Ja. Ich denke, das passt. So, dann brauchen wir unser schönes Metalltool. Jawohl, wir haben es endlich. Ich freue mich. Sehr, sehr geil. Mal gucken. Nähmaschine und so wird natürlich alles noch ziemlich geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so viel Content dazukommt. Auch, dass es mittlerweile ganz gut deutsch übersetzt ist. Noch nicht komplett, aber schon, ich würde mal sagen, die wichtigsten Sachen. Das ist ja ein ekelhaftes Geräusch. Okay, 3 Metallschmelzer uns ein für ein paar Barren. Da fehlt uns jetzt natürlich das Metall, aber egal. Das sammeln wir jetzt bald noch auf. Und zwar nachdem wir schlafen gegangen sind. Wir hauen uns jetzt erstmal kurz hier so ein Ding rein. Damit wir wieder etwas Leben kriegen, war doch ganz schön Damage, den uns der Schnelle da verschafft hat, nachdem wir keine Munition mehr hatten, beziehungsweise nicht im Inventar, sondern bloß hier oben im Gurt. Okay, wir wollten noch ganz schnell unseren Baseballschläger basteln, weil jetzt bloß auf den Dolch möchte ich mich jetzt nicht verlassen. Am Ende ist der doch scheiße. So, was haben wir denn? Metall brauchen wir noch. So, komm mal her, mein Guter. Dann haben wir einmal normalen Baseballschläger. Ja, mal gucken, vielleicht ist auch hier noch was dazugekommen. Was ist das? Ah, okay, mit der Nähmaschine können wir uns dann einen Tisch bauen oder müssen uns den wahrscheinlich sogar bauen. Und hier können wir Clothes and Armor at Home. Ja, das klingt doch schon mal ganz stark nach meiner Vermutung, was wir damit machen können. Sehr schön. Leder haben wir ja mittlerweile auch genügend. Auf jeden Fall weiter so, lieber Entwickler. Bring bitte mehr Content. Ich habe keine Lust, irgendwann an den Punkt anzukommen, an dem ich soweit durch bin und einfach eine neue Herausforderung sehe und deswegen das Let's Play hier beenden muss. Auch wenn es ein paar Höhen und Tiefen gab. Trotzdem macht es mir insgesamt doch noch sehr, sehr viel Spaß. So, 21 Uhr. Wenn wir mehr 12 Stunden schlafen, dann haben wir es ja schon um 9. Nö, dann schlafen wir 10 Stunden.
Dann haben wir es um 7. Das sollte doch ungefähr passen. Ja. Und ich glaube, die Ladezeiten sind auch etwas kürzer geworden. Zumindest vorne, als ich den Spielstand geladen habe. Und auch jetzt. Könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass ich das Spiel nun mittlerweile auf einer SSD habe. Aber vielleicht kam es auch mit dem Update. Wer weiß. Gut, dann haben wir es jetzt um 7. Ich habe mich nicht verrechnet. Das passt. Wir haben genügend Munition. Essen, Trinken haben wir am Start. 9 Kilo haben wir einstecken. Ist zwar recht viel. Ja, und eigentlich auch noch zu viel. Wir packen jetzt hier nochmal 4 Wasser weg. Kann ich eigentlich auch direkt hier draus trinken? Nö, kann ich nicht. Na gut. Passt. Lasst uns auf den Weg machen. Die Züge hier, die Waggons sehen auch anders aus, aber unserer sieht, glaube ich, gleich aus. Vielleicht durch das Update nochmal neuer Loot gekommen? Nö, schade. Na gut. Könnten natürlich vielleicht nachher nochmal schauen, ob die M9 jetzt wieder in dem Schrank liegt, wo sie lag. Oder vielleicht einfach aus welchem Grund auch immer zurückgebackt. Aber ich bezweifle es stark. Es gab ja allerdings in dem Gebäude unten noch diesen Raum mit den ganz, ganz vielen Kisten, die allerdings nicht zu looten gingen. Shit, ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall falsch gelaufen, weil ich schon wieder nebenbei quatsche und Multitasking einfach absolut nicht am Start ist. Ja, da gab es den Raum mit den vielen Kisten, die wir nicht looten konnten. Eventuell wurde ja das jetzt mittlerweile gefixt. Hä, sag mal, wo bin ich denn lang gelaufen? War ich hier am Anfang? Nee. Hier ging es doch lang. Hier. Hier drüben rum. Und dann kam noch dieser Container, der für quer lag. Haben die jetzt die Container geändert oder bin ich einfach nur verwirrt? Ich laufe jetzt nochmal hier drüben lang. Nö, okay, anscheinend hier lang. Also ich bin wahrscheinlich nur etwas wirr im Kopf. Aber sieht da jetzt auch alles anders aus durch das Update. Da kann man sich auch nochmal verirren. Wir sind ja erst gefühlt 800 Mal hier lang gelaufen. Okay. So, Fässer sehen auch etwas schöner aus. Das finde ich doch alles ganz toll. Ey, und wir kommen hier rein. Ich dachte, mir probierst es einfach mal. Oh nein, hier ist überhaupt nichts drin. Ach, so ein Mist. Die waren wahrscheinlich nur verschlossen, die Türen, weil noch nichts reinprogrammiert wurde. Und jetzt hat er sich gedacht, komm, hau mal schnell ein Bett und einen Schrank rein. Und dann mach mal die Tür auf. Ach, schade. Aber eventuell kriegen wir jetzt auch die vorne auf mit der Weiche. Das wäre natürlich mega geil. Probieren wir dann aus, sobald wir hier mit dem Dörfchen fertig sind. So, wir könnten nochmal was trinken. Ach so ein Mist jetzt. Wir hatten ja schon 10 Flaschen hier oben einstecken und jetzt haben wir nochmal 5 bzw. 4 im Inventar. Das war mein Fehler. Aber so viel Loot, wie wir hier die ganze Zeit hin und her transferieren und wegschieben und essen und trinken und wegwerfen und Updates uns wegnehmen und was auch immer alles. Da kann man auch mal etwas durcheinander kommen. Na komm, wir hauen uns noch ein Energy rein. Denn ich muss bald schon wieder eine Folgenpause machen. Und es ist leider noch gar nicht so viel passiert. Ich würde euch viel lieber viel, viel mehr Sachen zeigen. Aber ich kann die Folgen auch nicht alle hier auf eine Dreiviertelstunde hochnehmen. Dann guckt sich das auch keiner mehr an. Deswegen gönne ich uns nochmal hier einen schönen Energy. Dass wir zumindest nochmal ein paar Häuser looten können. Und dann vielleicht schon in der nächsten bzw. übernächsten Folge fertig sind mit dem Dorf hier. Weil wir sind ja auf jeden Fall schon ein ganzes Stück vorangekommen. So, mein Guter. Ach Mist, wir wollten das ja mal mit Stealth und so probieren. Das probieren wir die Folge auf jeden Fall noch aus. Ich würde zumindest ganz gerne wissen, ob das stimmt. Oder ob ich hier dreist angelogen wurde. Ja, dazu sollten wir vielleicht auch ein bisschen mehr schleichen. Aber schleichen ist einfach immer so langsam. Und ich möchte euch nicht langweilen. Gut, so, wir haben hier schon wieder ein Lebensmittelgeschäft. Also echt Wahnsinn, wie viele Geschäfte
hier einfach mal in diesem kleinen Dorf sind. Also wirklich ganz schön verfressene Cops anscheinend. Na gut, guck mal, der eine da hinten backt. Ach shit. Können wir es doch bei dem probieren. So, wir schleichen uns ran. Vorne ist noch ein schneller, aber der ist gerade nicht so schnell. Und dann machen wir einmal. Und es stimmt nicht. Ich wusste es doch. Ich wurde dreist angelogen. Wir probieren es gleich nochmal. Da vorne ist noch einer. Der uns noch nicht gehört hat. Vielleicht auch mit der anderen Maustaste. Ich probiere auch mal die rechte Maustaste aus. Wenn ich sie jetzt drücke, passiert erstmal gar nichts. Aber vielleicht. So, schleichen. Diesmal nehmen wir den Arsch. Ach, shit. Nö, also rechte Maustaste war auch nichts. So, jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Wir waren in dem Haus. Wir waren in dem Haus. In dem hier waren wir noch nicht. Dann lasst uns hier nochmal kurz durchgucken. Das ist meine Wut über das Update. So, ach, immer diese engen Küchen hier. Mit diesen riesen Stühlen. Und natürlich, wie man es kennt, Fernseher in der Küche. Ohne geht's ja gar nicht mehr, müsste man sich noch mit seiner Familie oder Freunde unterhalten beim Essen. Nee. Da mach mal lieber den Fernseher an und dann hält jeder schön seinen Mund. Gut. Das haben wir. Du hörst die ganze Zeit rennen. Aber es scheint nicht hier zu sein. Was ist denn hier auch nochmal ein kleines Lager? Eine Pfanne, die wir immer noch nicht mitnehmen können. Autoreifen und eine offene Dose Fisch. Das ist doch auch mal eine schöne Kombination. Ja, also seid auf jeden Fall gespannt auf mehr, was Qualität und so weiter angeht. Wie gesagt, ich stecke gerade mitten im Umzug und habe mir auch schon schön akustikdämpfende Sachen und so weiter bestellt. So, dass ich es euch hier so schön wie möglich machen kann. Greenscreen ist auch schon unterwegs. Und dann mal schauen, was sich alles noch so rausholen lässt. Ich hoffe, das verzeiht die Übergangsphase, dass es jetzt aktuell nicht so geil klingt wie vorher. So, das haben wir auch. Im Bad waren wir gerade, genau. Dann haben wir hier drüben noch. Ach, es geht doch noch höher. Die Gebäude hier alle so hoch sein müssen. Das sind halt alles Mehrfamilienhäuser. Da ist das in der Regel so. Aber wir haben mittlerweile so viel Loot, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und vor allem überleben wir mit dem Loot wahrscheinlich noch 800 Jahre. Ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Einfach nur im Zug sitzen und den ganzen Tag Chips fressen und Wasser trinken. Okay, hier oben ist auch nichts weiter. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Dächer so gar nichts haben. Also weder eine Kiste noch eine coole Aussichtsplattform oder so. Aber dass man halt ganz hoch läuft und eigentlich ganz oben ja so. Ja, wie soll ich sagen? Der Triumph des Ganzen ist, dass man es bis ganz hoch geschafft hat und dann kriegt man da nicht mal ein kleines Wässerchen geschenkt für die vielen Treppen, die man gestiegen ist. Oh, hier liegen ganz paar Zombies rum. Ach stimmt, aber hier sind wir herausgekommen und da kamen die alle angerannt. Okay, dann sind wir auch hier soweit durch mit der Seite. Dann kommen wir bald auf die nächste Seite. Lass uns nochmal kurz die Autos durchgucken. Oh, und dann müssen wir auch schon Folgenende machen, wie ich gerade sehe. Ist schon wieder mit Überlänge hier. So, na gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier erstmal an der Stelle. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Soundquali hin, dass es wirklich einigermaßen passt. Einerseits durch den Raum, aber andererseits jetzt auch durch das Update. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr zur nächsten Folge. Macht's gut.